Die RENK AG mit Sitz in Augsburg ist ein Tochterunternehmen von MAN und also Teil des VW-Konzerns. Das Unternehmen ist ein wesentlicher Anbieter von Antriebstechnik für unterschiedlichste Anwendungsbereiche mit weltweiter Ausrüstung und gehört zu den 10 umsatzstärksten Unternehmen der deutschen Rüstungsindustrie. Die VW MAN-Tochter RENK macht mit solchen Kriegsgeräten einen Umsatz von 470 Millionen Euro, erwirtschaftet eine Traumrendite von 10%. Hiltrud Werner, heute im Konzernvorstand von Volkswagen zuständig für Integrität, hat sich im Aufsichtsrat von RENK die Sporen für ihren Aufstieg verdient. Weil die Bundesregierung die Waffenexporte nach Saudi-Arabien vorläufig gestoppt hatte, blieb Rheinmetall zunächst auf 120 Militär-Lkw sitzen. Das wäre für den Konzern ein Verlust von 136 Millionen Euro gewesen. 120 Lkw für 136 Millionen Euro. Rheinmetall verlangt eine entsprechende Entschädigung vom Bund. Das unternehmerische Risiko soll auf die Steuerzahler abgewälzt werden. Nach Recherchen von Report München und dem Stern aus dem Dezember 2018 bewirbt das Joint Venture, das Rheinmetall in Südafrika betreibt, einige Produkte für ihre, so wörtlich, außergewöhnliche Tödlichkeit. Das Lebernet und die Zeitung Express für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit berichten Lesenswertes und Entlarvendes über Rheinmetall. Auf der Jahreshauptversammlung im Mai 2018 wollten Aktivistinnen einen Banner mit dem Spruch 8. Mai 1945, damals wie heute, War starts here, let's stop it here, hochhalten. Zwei Aktivistinnen sollen jetzt 15.000 Euro für die von der Polizei unterbundene Aktion bezahlen. Die Augsburger Allgemeine Zeitung berichtet, das Unternehmen tritt zurückhaltend auf, weil etwa ein Drittel des Umsatzes auf Militärprodukte entfällt. Diese Diskretion ist nicht nur mit der in der Bevölkerung verbreiteten Abscheu von Krieg und Kriegsproduktion zu verstehen, sondern auch angesichts der schrecklichen Traditionen und Geschichte von Volkswagen, die 1938 mit Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit, veranlasst vom Kriegsverbrecher Ferdinand Porsche, dem Urvater des Porsche-Kpirch-Clans, begann. Das Jammern über den Verlust von 130 Millionen Euro Umsatz fiel entsprechend gering aus, nicht allzu laut jedenfalls. Dennoch werden die Sektkorken bei VW knallen, wenn dieses Ausfuhrverbot aufgehoben wird. Die Menschen in Saudi-Arabien und die Opfer des Krieges im Jemen haben dann eine weitere Adresse, an die sie sich mit Klagen wegen des Bruchs des Völkerrechts wenden können, nämlich an Volkswagen. Ich denke, Volkswagen muss die Rüstungsproduktion beenden, aus aktuellen wie aus historischen Gründen. Es geht um Arbeitsplätze. Arbeitsplätze für den Krieg sind keine gute Arbeit und sind keine guten Arbeitsplätze. Menschenrechte gefährden Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie und im Konzernverbund von Volkswagen. Wenn Menschenrechte und Profite sich diametral gegenüberstehen, müssen wir uns natürlich für die Menschenrechte entscheiden. Frieden gefährdet Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie und im Volkswagen-Konzernverbund. Wenn Frieden und Krieg sich gegenüberstehen, wenn Frieden und Profit sich gegenüberstehen, müssen wir uns natürlich für den Frieden entscheiden. Volkswagen muss die Rüstungsproduktion beenden, aus aktuellen wie aus historischen Gründen.